Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich freue mich, euch heute ein Video zeigen zu können über eine Uhr, die auf den ersten Blick vielleicht sehr unscheinbar erscheint, aber die für mich im Laufe der Zeit unglaublich an Charme und an Tiefe gewonnen hat. Es handelt sich hierbei um die 104 Fliegeruhr von Sinn. Ich habe über die Zeit einige Modelle dieser Serie besessen. Aktuell habe ich nur die graue Eminenz, die 104 STIA im Besitz. ST für Stahlmodell, I für Index, das heißt, es sind keine arabischen Ziffern auf dem Blatt, und A für anthrazites Ziffernblatt. Das graue Ziffernblatt mit dem Sonnenschliff übt auf mich einen ganz besonderen Charme aus, auch wenn ich gestehen muss, dass, als ich die Uhr das erste Mal sah, ich wirklich nicht überzeugt war. Weder von dem blauen Blatt noch von dem grauen, weil ich zunächst dachte, der Sonnenschliff würde die Ablesbarkeit erschweren. Ich habe mich aber diesbezüglich eines Besseren belehren lassen und finde die Uhr heute wunderschön und eine ganz, ganz tolle Ergänzung zu den anderen Uhren in meiner Box. Zunächst möchte ich euch anhand von Archivbildern zeigen, welche Uhren ich hatte, anhand von Screenshots, welche es bei Sinn sonst noch gibt, und anschließend im Video auf die graue eingehen und zeigen, was ich an ihr mag, was man vielleicht verbessern könnte und auch, wo genau in der Vergangenheit bei zumindest einem Modell der 104-Serie mein ganz persönliches individuelles Problem gelegen hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video, und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr auch gerne ein Abo dalassen. In diesem Sinne, bis gleich. In meiner bisherigen Sammlung hatte ich die 104 STI mit den Indizes sowie die 104 STIW mit dem weißen Ziffernblatt. Beides sind Uhren, die sich wunderbar ergänzen und an unterschiedlichsten Bändern hervorragend aussehen. Hier kann man sehen, dass die beiden die absolut perfekten ungleichen Zwillinge sind. Neben diesen beiden Varianten an verschiedensten Bändern kann man natürlich auch, wenn man das viele Geld nicht direkt ausgeben möchte, bei Sinn unterschiedlichste Stahlbänder probieren. Hier ein Milanese-Band, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob von Steib oder Vollmer. Und zum Vergleich das feingliedrige Stahlband von Sinn, was in meinen Augen der 104 STI ein ungleich dressigeres Aussehen verleiht. Und ich habe mehrere Kollegen, die diese Uhr in genau dieser Konfiguration jeden Tag zum Anzug tragen. Ich finde, die Uhr macht ein wunderbares Bild. Die 104 STA mit den arabischen Ziffern hier auf dem Screenshot von Sinn zu sehen, sowie die STAG mit dem grünen Ziffernblatt kommen deutlich sportlicher rüber. Die Schwester meiner Uhr ist die STSAIB mit dem blauen Sonnenschliff-Ziffernblatt, eine ähnliche Variante wie die, die ich euch gleich in meinem Video zeigen möchte. Ja, jetzt kommen wir zum Video meiner kleinen grauen Schönheit. Hier ist das gute Stück, und wie ihr sehen könnt, hat sie einen fantastischen Sonnenschliff. Es glitzert und funkelt. Und das sind die Momente, die ich meinte, als ich eingangs sagte, dass die Ablesbarkeit unter bestimmten Gegebenheiten, in bestimmten Situationen nicht ganz optimal ist. Aber ihr seht, eine minimale Drehung und schon passt alles wieder. Es sind oft nur wenige Millimeter. Dafür entschädigt dieses wunderbare Ziffernblatt. An der Uhr aktuell montiert ist ein Crown and Buckle Anchorage.
Ich habe über dieses Band zusammen mit anderen Bändern schon einen Review gemacht. Wenn ihr mögt, schaut einfach meine Videos an und ihr werdet es finden, beziehungsweise ich verlinke es einfach da oben und dann könnt ihr draufklicken und euch das Band genau ansehen. Was ich an dieser Uhr wahnsinnig mag, ist die sehr komfortable Größe. Wenn ich mal meine aktuell am Arm befindliche 556i Blau ausziehe und zur Seite lege und von 38,5 mm auf 41 wechsel, kann man sehen, dass auch diese am Arm sehr komfortabel sitzt. Und was ich auch mag, sie ist nicht so hoch. Was gibt es über diese Uhr zu sagen, neben den technischen Daten, die ich euch einblenden werde? Die Uhr hat ein ganz leicht gewölbtes Saphirglas. Ich schaue mal, ob man das sehen kann. Hier kann man es sehen, wenn ich mit dem Zeiger darüber gehe. Dass es eine kleine Wölbung im Saphirglas gibt. Nicht viel, aber doch so, dass sie sich von den Uhren mit planem Glas deutlich unterscheidet. Der Boden ist mit einem Sichtfenster ausgestattet und man sieht jetzt an der Uhr, dass es heute sehr warm ist. Das kurze Anlegen hat also Spuren hinterlassen. Ich hatte die Uhr vor dem Video noch sauber gemacht. Aber das kurze auf den Arm legen hat bereits Spuren hinterlassen. Der Boden ist sehr flach gehalten und hier zeigt sich wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich an der Uhr hatte. Und das wird jetzt für mich wirklich nicht so leicht zu zeigen. Der Boden hat eine minimale Kerbe. Hier sieht man es, wenn ich mit dem Stift darüber gehe. Bleibe ich hier hängen und rutsche dann erst weiter. Kriege ich das schärfer hin? Jetzt kann man es ganz leicht sehen, dass hier an der Stelle eine minimale Kante ist. Es ist wirklich extrem wenig. Aber bei mir hat es gereicht. Hier an der Seite sieht man es noch etwas besser. Dass diese Kante bei mir am Arm den Arm aufgescheuert hat, als ich sie relativ locker getragen habe und sie immer ein bisschen über meinen Knöchel hier oben gerutscht ist, hat diese Kante den Arm aufgescheuert. Sinn hat das wahnsinnig kulant gelöst, indem sie in diese Kante hier am Rand eine kleine Faser geschliffen haben, sodass die Kante nicht mehr scharf ist und die Haut nicht mehr verletzen kann. Das war das einzige Manko, was ich an dieser Uhr auszusetzen habe. Alles andere mag ich wirklich sehr, sowohl die beidseitig drehbare Lünette mit 60 Klicks, die tresorartig rastet, ein klein wenig Spiel hat, aber wirklich nur minimal. Die Krone ist verschraubt mit einem kleinen, aber funktionalen Kronenschutz versehen. Und wie oft bei farbigen Ziffernblättern ist das Datumsfenster nicht exakt der Ziffernblattfarbe angepasst, sondern in Schwarz gehalten, was aber bei dem anthrazitgrauen Ziffernblatt beinahe nicht auffällt, es sei denn, man schaut ganz genau hin. Es fällt auch insbesondere deshalb nicht so stark auf, weil das Blatt als solches ja in allen möglichen Farben variiert und changiert, sodass das Datumsfenster kein störendes Element ist. Die Uhr hat, genau wie die 104 STA, neben den
Sekundenindizes, noch eine Reihe kleinerer Indizes dazwischen angebracht. Wenn gleich der Sekundenzeiger drüber läuft, kann man das noch besser sehen. Dadurch wirkt der Minutenring sehr voll. Mir hat sich in dieser Einteilung nie wirklich erschlossen, aber ich empfinde sie auch nicht als störend. Die 104 STIA mit den arabischen Zahlen hat nur die Sekundenindizes und nicht die kleinen Striche dazwischen und wirkt dadurch ein klein wenig cleaner und sauberer. Ich mag diese Uhr deshalb, weil sie durch das graue Ziffernblatt und den Sonnenschliff etwas aus meinem Rahmen fällt. Die einzigen anderen Uhren mit Sonnenschliff, die ich habe, sind 3556. Einmal die blaue, dann die braune und die Jubiläum. Ich finde, diese vier Uhren schaffen wunderbar den Spagat zwischen sportlich mit ihren Genen einer Fliegeruhr und schick oder dressig mit dem Sonnenschliff und der etwas edlen Anmutung. Durch die Höhe von 12,5 mm und der Breite von 41 mm ist dies eine Uhr, die an die allermeisten Handgelenke passt. Zu groß kann sie fast nicht sein, aber bei sehr breiten Armen kann sie vielleicht etwas zierlich wirken, was aber für einen Dresser nicht unbedingt ein Negativkriterium ist. Für eine Sportuhr, wenn man sie als solche trägt, insbesondere in der Variante STI oder STA, mag es zu klein wirken. Mit den Sonnenschliff-Varianten, finde ich, kann man sie auch bei kleinerem Durchmesser gut als Dresser tragen. Dieses Modell habe ich gebraucht im Uhrforum gekauft für einen für mich durchaus fairen Kurs. Ich glaube, bei dem Geschäft ist keiner übervorteilt worden. Aus diesem Grund ist auch kein Stahlband an der Uhr. Ich glaube, ich werde auch keines montieren, denn mit dem grauen Sonnenschliff finde ich sie an Lederbändern besser. Ich finde, dann kommt das Ziffernblatt besser zur Geltung und sie wirkt nicht so kühl technisch, was in meinen Augen nicht zu diesem wunderschönen Ziffernblatt passen würde. Ja, das ist also meine aktuell im Bestand befindliche SINN 104 STIA und ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Video und schreibt ein paar Bemerkungen unter das Video, sodass wir uns über diese Uhr austauschen können, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr euch vielleicht in Zukunft von mir wünscht. So, das war das Video über meine 104. Ich hoffe, ich konnte euch meine Eindrücke gut zeigen. Ihr konntet sehen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und vielleicht habe ich euch sogar geholfen bei einer Entscheidung für oder gegen dieses Modell oder aber eure Neugierde geweckt. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, dann klickt auch gerne in meine nächsten Videos rein. Es werden immer wieder Modelle von SINN vorgestellt, aber auch andere Uhren, andere Blickweisen. Und für eines der nächsten Videos plane ich etwas ganz Besonderes, aber mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Bis dahin, euer Watchmaxe.